So. Also, kurz was gegessen, kurz was getrunken. Und schon kann es weitergehen. So, ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Folge von Echo. Ich nehme immer noch am selben Tag auf. Ich habe immer noch keine längere Pause eingenommen, wie man ja gerade gehört hat. Was ist das? Ein Mini-Baum. Wie süß ist denn das? Ich glaube, das ist ein Setzling. Kann das möglich sein? Das ist mega niedlich. Also, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Stein sammeln, habe ich gesagt, glaube ich, in der letzten Folge. Nein, ich habe es nicht mehr gesagt. Ich weiß sogar sicher, dass ich es gesagt habe. Das zieht Stein aus. Hat auch gerade mein gesagt. Genau. Okay, das muss ich anscheinend in vier, also einen Steinblock kriege ich anscheinend vier Steine raus. Finde ich jetzt fair, behaupte ich mal. Also, aha, ich zerschlag das immer in drei Stücke und das vierte muss ich nochmal. Das größte muss ich nochmal extra zerschlagen. Das ist eine interessante Logik. Au. Okay. Dann sammeln wir mal die Steine ein. Also, ich glaube zwar, dass Steine schwerer sind als Holz. Aber wir können genauso viel tragen wie beim Holz. Muss jetzt, glaube ich, unbedingt Sinn machen. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Dann, ihn machen wir nicht. Was wollten wir machen? Ich habe schon wieder vergessen. Ah, wir sollten jetzt das hier machen. Also müssen wir mal Holz sammeln. Dann müssen wir das hier draufhauen. Oder auch nicht. Warum nicht? Weil der Stockpile voll ist. Genau. Dann machen wir das jetzt so. Oder wir machen es nicht so. Warum nicht? Dann müssten wir den Stein wohl stapeln daneben wahrscheinlich. Kann ich den so platzieren? So. Ah, ich habe noch fünf Zählen zum Gefühl. Warte mal, wie kann ich noch fünf haben, wenn das. Ja, ich wollte gerade schon sagen. So. Ich werde den Stein auf jeden Fall nicht. Egal, also bevor wir jetzt Holz sammeln gehen. Das ist ein ganzer Sprung. Okay. Bevor ich jetzt Holz sammeln gehe, werden wir noch kurz die Blöcke hier abliefern an dem Boden. Dafür drücken wir Shift und Mausrad. So. Dann geht's hier wieder weiter. Schön den Stamm mit einbauen. Wobei, ich mach den Stamm gleich weg. Jetzt muss ich wieder gucken, wo das Gebiet ist. Hier hört das Gebiet auf. Dann würde ich sagen, wir machen das so. So, so und so. Und so. Und so. Ganz schön langer Raum. Ja, wir können ja noch mal eine interne Raumunterteilung machen eigentlich. Das muss ja jetzt nicht so bleiben. So. So, jetzt bin ich fertig, aber hier bin ich auch angestoßen an der Grenze. Also muss ich die Erde abtragen, theoretisch. Also gucke ich mal, drücke ich E, dann drücke ich Lagerplatz, dann drücke ich Schaufel. Eine Holzschaufel nur. Okay. Keine Steinschaufel. Ah, ich habe eine neue Quest bekommen. Digging. As you lay out your settlement, you will want to be begin transforming the land. Use a shovel to move dirt. Touch the ground and hold left mouse button to get a shovel full of dirt. Carrying capacity is limited. You can only carry one load of dirt at a time. Later you can use vehicles to carry more. Place the dirt by right-clicking a location. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich pro Schaufel nur ein Dirt tragen kann? Oh Mann. Also, wir werden feststellen, werden lange Folgen, wenn ich viel schaufeln muss. Wobei, ich glaube, in dem Moment, wo ich viel schaufeln muss, werde ich wahrscheinlich, entweder werde ich es schneller laufen lassen, außer natürlich, ich erzähle was, dann wäre das natürlich nicht so klug. Ansonsten werde ich wohl das Ganze überspringen.
springen. Also, entweder lasse ich schnell laufen. Das heißt, ja, ihr seht es zwar, aber hört mich nicht. Vielleicht werde ich auch irgendeine Musik einspielen, je nachdem. Und sonst. Ja, genau. Also, jetzt können wir den Baum hier noch fällen. Also, ja, wie gesagt, also entweder lasse ich es halt schneller laufen oder ich schneide es raus. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Vielleicht erzähle ich auch gerade so viel währenddessen, dass ich es gar nicht schneiden brauche oder verschnellern muss, weil ich genug zum Quatschen gebe. Ja, und wem halt nicht passt, dass ich dabei viel rede, der soll sich halt einen anderen Kanal suchen, wo halt, ja, dem ihm halt besser gefällt, wenn man das so sagen will. Weil ich meine, es sollte mir ja Spaß machen, euch das hier zum Spiel zu zeigen. Und warum ist hier ein Loch? Auf jeden Fall, es sollte mir ja Spaß machen, euch das Spiel zu zeigen. Und wenn einer keinen Spaß dran hat, mir zuzusehen, der muss auch nicht hier bleiben. Bin ich ganz ehrlich. Also ist mir dann auch relativ egal. Weil. Gut, es gibt manche Sachen, die müssen nicht sein. Das weiß ich selber. Ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn man einem Let's Play zuguckt und eigentlich nur noch dasselbe passiert. Aber manchmal bin ich auch eine Person, die Let's Plays zwar anhat, aber nur im Hintergrund. Das heißt, ich höre eigentlich nur auf das, was gesagt wird. Und ich persönlich finde das eigentlich auch schon gut. Also, wenn das, was erzählt wird, nicht gerade sinnlos ist. Obwohl, von sinnlos kann man eigentlich nie sprechen. Das macht irgendwie alles Sinn. Dann lasse ich es auch mal im Hintergrund laufen. Wobei ich ja sagen muss, es gibt nur sehr wenige Let's Player, die das schaffen. Also, dass ich es einfach im Hintergrund laufen lassen kann. Weil beim Rest. Gut, es gibt diese Let's Plays, da musst du zugucken, wenn du es nicht kapierst, von was er da redet. Aber es gibt halt auch die Let's Plays, die sind halt wie so ein Sandbox-Spiel, wie jetzt Echo zum Beispiel. Die kann man auch einfach mal im Hintergrund laufen lassen, ohne die ganze Zeit auf den Bildschirm starren zu müssen. Man kann dann auch nebenbei was machen, was anderes, weil man halt den Leuten zuhört. Ich bin abgeschliffen, wie immer. Also, wundert euch nicht, wenn ich mit einem Thema anfange und plötzlich mit was anderem weitermache. Das ist bei mir völlig normal, weil mir manchmal während des Redens bereits was Neues einfällt, was ich erzählen will. Und ja, das führt dazu, dass ich plötzlich von was ganz anderem rede, was ich eigentlich gar nicht angefangen hatte. So, dann bauen wir mal hier weiter. Jetzt habe ich die Erde weggetragen. Nicht alle Erde weggetragen. Aber ein Teil Erde weggetragen. Ich glaube, ich muss jetzt den Stamm hier wegmachen. So, Stamm weg. Schaufel in die Hand. Kann ich nicht machen, weil ich Blöcke in der Hand habe. Okay, das ist interessant. Also, mit Blöcken in der Hand kann man keine Schaufel nutzen. Jetzt nehmen wir die Axt wieder. Nein, den Hammer meinte ich. Und gehen hier weiter. Da müssen wir jetzt gucken, wie weit ich noch gehen kann. Ah, noch das Feld, okay. Und flupp. 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 Also, jetzt können wir die Schaufel nehmen. Und die vier Erde noch wegkramen. Gut, dass hier hinten gleich ein Loch ist. Oh, das sind sechs Erde. Ja, zählen kann ich auf jeden Fall. Das merkt man deutlich. Und das sagt die Schülerin, die eine 1 hat in Mathe. Ohne angeben zu wollen. Ja. Also in letzter Zeit verschätze ich mich gerne mal. Also das ist vollkommen normal. Das sieht ja voll komisch aus. Das ist so ein kompletter Block und das ist einfach ein zusammengefallener Block. Kann man das so nennen? Egal. So, dann haben wir das. Dann müsste jetzt eigentlich theoretischerweise. Das war falsch. Theoretischerweise diese. Genau. Ja, man muss gedrückt halten. So. Warum ist das nicht aufeinander gestapelt? Und die noch reinmachen. Und die. Ah, bei 100 ist ein Schluss mit dem Ganzen. Das ist auch gut zu wissen. So, anscheinend kannst du im Inventar selber auch nur 100 stapeln. Wobei, tragt
ja nur 20 Sachen, je nachdem, was du trägst. Also starten auf 100 ist ja eigentlich schon mal ganz gut. So, haben wir mal ein paar Bohnen gefunden. Und jetzt müssen wir wieder da hinten finden, wo ich vorher war. Und das ist eine berechtigte Frage, wo das war. Ah, genau, wir sind ja um diesen Berg hier gelaufen, beziehungsweise auf dem Rückweg sind wir drüber gelaufen. Dann gehe ich jetzt, jetzt gehe ich halt wieder drum herum. Sehen wir halt nochmal das. Ah, ich hänge schon wieder. Sehen wir nochmal das Äußere. Kommt mir das irgendwie nur so vor, oder laufen wir gerade in Zeitlupe? Das Rennen kostet, werde ich rennen. Weil ich will jetzt auch nicht unbedingt 10 Jahre brauchen. Eigentlich kann man jetzt nochmal auf die Karte gucken. Die Karte lädt. Der. Ich habe anscheinend während der Pause den Filter rausgemacht. Nein. Also ich hab das Spiel während der Pause neu gestartet. Und anscheinend wird dabei auch die Filter rausgemacht. Das ist gut zu wissen. Damit ich das weiß. Nein, damit ich mich nicht komplett verwirrt bin, wenn ich mal was Wichtiges suche. Ein Hirsch. Und tschüss, Hirsch. Oh, das ist so schade, dass wir den Bogen noch nicht machen können. Oh, sind wir da? Okay, warte, wir machen die Karte aus. Beets, rote Beete. Oh, ich muss doch nicht ganz so weit laufen. Nächstes Mal Tomaten. Tomaten haben wir genug. Haben wir ja gesagt. So, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch das Weizen. So, jetzt habe ich das hier. Kann ich das jetzt? Nein, kann ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, was Weizen ist von den ganzen Sachen hier. Habe ich jetzt gemacht? Plant Fibers. Okay, also. Wiese bringt Plant Fibers. Das muss man machen. Jetzt kann ich hier weeden. Weed Seed. Nee, Korn ist doch gar kein. Korn ist doch, glaube ich, Mais und kein Weizen. Oder? Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Ja, Korn ist Mais und kein Weizen. Wie heißt denn da nochmal Weizen? Ja, Wheat heißt Weizen auf Englisch. Also, wir merken, meine englische Kenntnisse sind sehr gut. Okay. Ja. Egal. Aber ich habe die ganze Zeit von Weizen geredet. Wir haben aber gefunden, was ich gesucht habe. Also, wir haben Weizen gefunden und Korn. Ich würde sagen, ich lasse die zwei Pflanzen. Vielleicht vermehren sie sich ja nochmal von selber. Ja, wobei, vermehren die sich wirklich von selber? Na, ich werde feststellen. So, dann laufen wir jetzt wieder zurück. Jetzt müssten wir ja genügend Essen haben. Wobei, eigentlich kann ich ja auch, glaube ich, das ich kann Samen bekommen. Eigentlich müsste ich damit ja auch Essen selber anpflanzen können. Ist jetzt natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen man das Zeug anpflanzt. Das weiß ich nämlich nicht. Weil ich bezweifle, wenn das Spiel schon so logisch ist, dass du einfach überall irgendwas anpflanzen kannst. Weil, wenn man jetzt Minecraft in Bezug nimmt, in Minecraft gibt es ja sogar in der Wüste. Ich kann sehr gut reden. Wenn man jetzt Minecraft nimmt, in Minecraft kann man ja zum Beispiel sogar in der Wüste Sachen anpflanzen. Wie Karotten und Kartoffeln und Weizen. Was ja eigentlich. Na gut, es macht nicht wenig Sinn. Wenn der Boden sehr fruchtbar ist, macht das ja durchaus Sinn, dass du auch in der Wüste Sachen anpflanzen kannst. Aber ich bin ehrlich, ich bezweifle, dass in Minecraft der Boden, dass in Minecraft genau das bedacht wird. Ja, sehr gut. Lassen wir uns runterfallen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ein Repair Station. Eine Repair Station. Ah. Jetzt habe ich die Blaubeeren in die Hand genommen. Okay.
Okay, das ist interessant. Anscheinend kannst du auch normale Sachen in den Stockpile tun. Weil, als ich das erste Mal gespielt habe, also Echo, also angespielt, oder eigentlich habe ich schon über längeren Zeitraum gespielt, aber kann man es trotzdem angespielt nennen, weil ich habe eigentlich aufgehört danach. Egal. Weil damals konntest du in den Stockpiles nur Holz, Stein und halt alle möglichen Baumaterialien wie Erde und Sand und Dreck. Also Abfall vom Eisenschmelzen reinlegen. Aber sowas wie Gegenstände wie Bergen, also Obst und Gemüse und Fleisch und Werkzeuge und was weiß ich, konnten nicht in den Stockpile gelegt werden. Die konntest du nur in Truhen legen. Okay. Also in Truhen, ich glaube, ich weiß nicht, ob man die an dem Table machen kann. Ja, ich glaube nicht. Doch, hier, also in so Storage Chests konntest du die nur legen. Das hat, also sie haben einiges verändert schon. Zum letzten Mal. Genau. Hier sieht man jetzt, hier brauche ich anscheinend irgendwelche Skills. Ich habe 36 Skill Points. Woher sehe ich meine Skill Points? Oh, ich kann das Fenster auch vergrößern. Okay, na. Jetzt haben wir hier die Skills. Wie ich da jetzt auch immer drauf gekommen bin, weiß ich nicht. Ich gehe. Achso, nein, gehe nicht. J. Nein, J auch nicht. E unwahrscheinlich. L. Ist die Regierung? Brauchen wir nicht? Ich bin alleine. Ja gut, ich kann mein eigener Chef sein. Hier sehe ich, wie viele Kalorien ich habe. Genau. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt in das Fenster gekommen bin. Kann ich vielleicht irgendwelche Buchstaben drücken? Nein, will ich nicht. Ich habe auf G gedrückt. Nein, L ist die Regierung. Was könnten B? Nein, B ist ja das hier. Was könnte. Also, es kann es logischerweise nicht sein. R, T, Z, U, I, O, P, Ü, L. Habe ich geöffnet. Ach, O. Ah, das D kann es auch nicht ein F. H, I. L ist es auch nicht. M ist die Karte. N, B. B ist Rucksack. V. C ist Chat. Irgendwie ergibt das wenig für mich Sinn. Das war auch der Chat. Das war wahrscheinlich der Befehl-Chat. Ah, das war Discord. Ah, jetzt habe ich Discord in. Nein, geh raus, Discord. Tschüss. So, also, man hat ja gerade wunderbar gesehen, mein Discord ist mit dem Spiel verlinkt. Was vielleicht nicht ganz so praktisch ist, wenn man schreiben will, weil es leider auf der Enter-Taste liegt. Sollte ich vielleicht mal so in nächster Zeit noch ändern. So, dann fallen wir. Fällen wir mal den Baum noch, um weiter Dings zu machen. Ja, genau. Okay, ich bin voll. Dann legen wir es ab. Ob ich sie jetzt hin. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine so eine Wooden Hoe, um zu gucken, ob wir Sachen anpflanzen können. Und dann mache ich vielleicht noch einen Stockpile. Klingt sinnvoll. Und dann machen wir so Hinlogs. Ich würde jetzt nochmal spontan einfach 15. Nein! So nicht. 15 eingeben. Und dann würde ich das Holz dafür sammeln. Er hat ja gesagt, man kann das ja machen. Und wenn er merkt, er hat kein Holz mehr, dann pausiert er das Ganze. Was ich eigentlich echt praktisch finde, weil ausrechnen lassen kannst von dem Table, wie viel.
wie viel Materialien wir finden. Weil ich bin, also, bin zwar, wie ich gesagt habe, gut in Mathe zum Beispiel, aber ich habe ab und zu das Problem, dass ich auf einer sehr dicken Leitung stehe und so schwer bin, dass ich nicht von dieser Leitung runterkomme. Was natürlich jetzt ein Spaß ist, wenn man sich das vorstellt. Genau. Machen wir hier weiter. Ich habe wieder Hunger. Wieso ist der Baum jetzt eigentlich in die Richtung gefallen, wenn ich in die Richtung abgeschlagen habe? Müsste der jetzt nicht eigentlich theoretisch in die Richtung fallen? So, zumindest ist die Physik so veranlagt. Nein, eigentlich gar nicht. Stimmt gar nicht. Oder doch? Too free to work. Oh, ja, jetzt habe ich genau das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Und das war die falsche Taste. Wo sind meine Tomaten hin? Wahrscheinlich im Zelt, gell? Ich hab's am Zelt abgelegt. Was ist jetzt los? Das ist ein guter Punkt. Also meine Tomaten. Dann werden wir jetzt ein paar Tomaten fressen. So. Ja, es ist keine Ausdruck, ja. Ich weiß, aber ich habe meine Tomaten verloren. Ich habe meine Tomaten schon wieder verloren. Da sind meine Tomaten. Aber ich denke mal, wir brauchen noch ein bisschen, bis ich dann auch wahrscheinlich richtige Rezepte machen kann, wo ich mich auch ausgewogen ernähre. So, jetzt habe ich hab ich wieder. Muss mal die Axt wieder in die Hand nehmen. Und jetzt habe ich genügend gegessen. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Ich wette mit euch, das wird uns irgendwann noch zum Verhängnis, dieser Hunger. Na, mir wird zum Verhängnis. Ihr guckt mir ja nur zu, wie ich scheitere. Warum lässt sich das jetzt nicht zerschlagen? Okay. Wir hinterfragen das Ganze jetzt einfach nicht und nehmen es so hin. Und fangen das Holz am besten auf, sonst muss ich da jedes Mal runterspringen. Okay, ich kapiere nicht, wonach die das ausrechnen, wie viele Blöcke, wie breit das sein muss. So. Ja, ich habe verstanden, dass das zu large ist. Oh ja, ich drück immer, bevor ich schlage, eh. Also eigentlich macht das keinen Sinn. Oh, ich habe zu viele Blöcke entnommen. So. Tun wir das drauf. Dann flupp und flupp. Dann flupp. Und dann immer Stock. So, und jetzt gucken wir mal. Oh. Der ist ein little bit größer, behaupte ich mal. Ja, legen wir ihn erstmal. Na, hier ist kein Platz, da ist Platz. Verdammt. Da ist was im Weg. Was ist hier im Weg? Erkläre mir, was hier im Weg ist. Vielleicht diese Äste hier? Schlagen wir es einfach weg. So, und dann wollen wir das Ganze noch einmal dorthin zu setzen. Also, ich werde es wahrscheinlich später außerhalb des Hauses setzen müssen. Je nach dem. Aber damit wir erstmal einen weiteren Lagerplatz haben, liegt es hier eigentlich ganz gut. So. Und weil ich mal wieder nicht weiß, wie lange wir aufnehmen, muss ich kurz ins Aufnahmeprogramm schauen. Dafür muss ich kurz Escape, also muss ich ins Spiel zurück, Escape drücken und dann ins Aufnahmeprogramm schauen. Und ich will schon. Ich krieg's nicht hin. Also, zur Erklärung. Ich sag ja ständig, ich bin über der Zeit. So, was heißt über der Zeit bei mir? Ich wollte Folgen von etwa 20 Minuten machen, weil ich, wie gesagt, eigentlich nicht so viel Zeit habe. Also indirekt nicht so viel Zeit. Ich bin halt viel beschäftigt. Und ja. Und jetzt sind es mittlerweile schon wieder über 25, nein, über 20 Minuten. Also wieder über der Zeit. Ich baue jetzt noch kurz hier die Kurve fertig. Oder auch nicht. Also warten wir, bis Table fertig ist. Nein, wir warten nicht, bis der Table fertig ist. Sonst wird die Kurve wahrscheinlich noch länger. Und ich muss ja dafür auch noch Holz sammeln. Also ich verbrenne
brauche jetzt noch einmal eine Ladung. Hallo? Ach so, genau. Dann nehmen wir jetzt den Hammer wieder in die Hand. Und dann geht's weiter. So. Ja, hier sieht es so aus, als müsste ich ein bisschen aufschütten. Vielleicht hätte ich nicht da hinten aufschütten sollen, sondern hier. Aber so denken nicht so mein Ding. Das wissen alle, die mich kennen. Ich denke nicht manchmal viel zu kompliziert und viel zu unlogisch. Na, ich will es ja nicht unlogisch nennen, aber manches ist einfach nicht nachvollziehbar. Können wir es so nennen? Ja, können wir es so nennen. So. So, dann legen wir das zurück und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und tschüss!